Im Güterverkehr rollt überwiegend die Baureihe 140. Im Erzverkehr sind oft zwei 140 vor den Zügen anzutreffen. Den Erzverkehr aber dominiert lange Zeit die Baureihe 151. In den 80er Jahren erhalten 20 Lokomotiven eine automatische Mittelpufferkupplung der Bauart Unikuppler. Die Umrüstung war notwendig, da die Lasten von meist über 4000 Tonnen für die herkömmliche Schraubenkupplung zu groß sind. Entlang der Mosel sind die schweren Erzzüge zum Stahlwerk in Dillingen im Saarland unterwegs. Auch im Personenverkehr sind 110er unterwegs gewesen. Damals sind 140er im Personenverkehr noch üblich. Zusteigerhalt in Bulley. Auch die Baureihe 141 gehört Anfang der 90er Jahre noch zum täglichen Bild.
In der zweiten Hälfte der 90er Jahre hält dann die Baureihe 143 Einzug. Sie stammt von der ehemaligen DDR-Reichsbahn. Die E-Loks sind deutlich jünger als die alten Einheitsmaschinen der DB. Im Laufe der Zeit werden die Maschinen zum Leistungsträger bei DB Regio, auch an der Mosel. Neben den damals üblichen N-Wagen-Garnituren kommen in den Jahren danach vermehrt Doppelstockwagenzüge zum Einsatz. Ab dem Jahreswechsel 1999/2000 kommen dann mit den Baureihen 425 und 426 die ersten elektrischen Triebzüge auf die Moselstrecke. In Müden hat eine Regionalbahn Koblenz-Trier einen planmäßigen Halt. Gehalten wird praktisch an jeder Milchkanne, auch in Pommern.